Wie sieht es aus mit dem russischen Rubel? Wird sein Zusammenbruch das Ende des Krieges bedeuten? Nach der Wagner-Morderei ist der Rubel gegenüber dem Dollar um fast 10% gefallen. Es gab einen immensen Anstieg auf den USDT-Coin, ihr habt das vielleicht mitbekommen. Es wurden 15 Millionen Dollar in Rubel verkauft und es wurde damit der USDT gekauft. Ein schwacher Rubel bedeutet, dass Russlands Importe teurer werden. Der Großteil der Exporte in der Welt wird in US-Dollar gehandelt. Ein Zusammenbruch vom Rubel gegenüber dem Dollar würde also zu einer höheren Inflation führen. Das ist wahr, aber was ihr wissen solltet, Russland, genauso wie China, machen gerade wirklich massivste Schritte zur Entdollarisierung. Und da geht es nicht nur in Bezug auf die Devisenreserven der Zentralbank, sondern auch in Bezug auf die Transaktion. Seit Februar diesen Jahres hat der US-Dollar seine Position als meistgehandelte Währung in Russland komplett verloren. Das zeigt, dass Russland weniger in Dollar handelt als im chinesischen Yuan. Und es gibt einen Bericht von Reuters, dass China den Einsatz vom Yuan zum Kauf von russischen Rohstoffen im vergangenen Jahr drastisch erhöht hat. Fast alle Käufe von Öl, Kohle und manchen Metallen wurden in der chinesischen Währung abgewickelt. Insgesamt handelt es sich um ein Handelsvolumen von fast 88 Milliarden US-Dollar. Anstatt Dollar erhält Russland nun chinesische Yuan für Öl, für Gas und für Metallverkäufe. Ihr müsst euch das vorstellen, die Amerikaner sind so stark durch ihre wirtschaftliche Macht. Die wirtschaftliche Macht sorgt dafür, dass sie militärisch aufrüsten können etc. Und was Russland und was China hier machen, ist, dass sie den Dollarraum immens eindringen. Wenn ihr das seht, folgt mir unbedingt auf Telegram. Ihr wisst das vielleicht, wir sind auf YouTube gesperrt worden. Es gab verschiedenste Probleme, die wir hatten. Man hat Bot-Traffic auf unsere Videos gekauft. Es sind verschiedene Dinge, wir mussten gegen YouTube klagen. Das heißt, bei all den Dingen ist mir wichtig, weiter zu berichten. Aber damit ich euch erreichen kann, tut mir einen Gefallen, folgt mir auf Telegram. Ich werde euch das unten in der Beschreibung verlinken. Aber vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal.